Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem Fußballplatz vom SV Würrelos. Wir begrüßen heute eine echte Legende in der Cora Sanchez Show. Seine Weltkarriere hat genau auf dem heiligen Rasen begonnen. Wer wir heute begrüßen, hat in 27 Jahren über 383 Fußballspiele geleitet, meine Damen und Herren. Wer könnte es denn anders sein? Ladies and Gentlemen, willkommen in der Cora Sanchez Show. Urs Meier. Urs, schön bist du da. Ja. Freut mich. Ja. Wieder einmal in der Cora Sanchez Show. Das mal in Würrelos. Deine Karriere hat auf diesem Platz begonnen, kann man eigentlich sagen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du da sitzt, nach dieser langen Zeit? Ja, es ist tatsächlich wieder ein Retour gekommen und es ist einfach schön, wenn man die Leute sieht, die Trainer, mit denen habe ich alle noch irgendwie Fußball gespielt oder sind in den Junioren gewesen und dann die Jungen, die jetzt da sind. Ja, wir sind auch mal so jung gewesen, wir haben genau die gleichen Wünsche, die gleichen Träume gehabt und ja, es ist einfach schön, das zu sehen, dass es weitergeht, dass so ein Verein, dass der eben lebt, dass es eben ein wichtiger Teil ist in einer Gemeinschaft. Mhm. Ja, schön, ein Teil zu sein. Ja, und ich denke auch, du bist auch ein Beispiel dafür, dass auf so einem Platz eine Weltkarriere entstehen kann. Und das soll eine Inspiration sein für unsere Kleinen, für unsere Jungen natürlich. Ja, immer. Oder? Immer Ziel haben, Träume haben und die probieren zu verwirklichen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Alles ist möglich in dem Sinn. Ich habe gelesen, ich habe recherchiert, dass du schon früher bei der Drittliga-Heimparteien eigentlich hier auf den Platz gekommen bist und dann als Linienrichter eingesetzt worden bist. Und du gesagt hast, dass es auch ein Sinn für Gerechtigkeit der Grund dazu ist, dass du das willst machen, so, oder? Woher kommt der Sinn für Gerechtigkeit schon in diesem Alter? Was hat dich dazu bewogen? Das ist schwierig. Ich glaube, das ist in einem innen. Also, das ist schon, seit ich denken mag, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, spüre, dann muss ich etwas machen, dann muss ich irgendwo einschreiten, dann muss ich. Da geht bei mir irgendetwas, oder? Und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, was, ob ich das von meiner Mutter oder meinem Vater bekommen habe, von meinen Eltern, ich weiß es nicht, irgendwoher muss es ja sein. Mhm. Also auf jeden Fall, ich mag mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal anders war. Schön, ja. Schön. Du setzt dich immer noch auch aktiv für den Verein und für SV Würrelos ein, oder? Gibt es aktuell etwas, wo die Leute sollen wissen, wofür ihr im Moment euch am Einsetzen sind? Was ist aktuell so am Gehen? Ja gut, das ist natürlich eine lange Geschichte. Oder erstens mal, dass wir jetzt da sind im Tegernhardt raus, ist ja nicht selbstverständlich. Also wir wollen eigentlich viel lieber, der richtige Platz ist eigentlich mitten im Dorf gewesen und dort würde er eigentlich auch hergehören. Mhm. Gut, das ist eine lange Geschichte. Jetzt geht es darum, ein neues Clubhaus im Prinzip, ein Garderobengebäude zu bauen, wo der Verein sehr, sehr viel Geld hat, muss in die Hand nehmen, weil die Gemeinde das nicht zahlt oder nur einen kleinen Teil daran zahlt, was ich absolut nicht verstehe. Aber ich will eigentlich da nicht weiter rein, sonst ärgere ich mich zu stark. Oder, aber es zeigt auch wieder, dass der Verein, dass der funktioniert, dass die eben das Geld, das sind glaube ich über 800'000 Franken, die die jetzt generiert haben, ist für so einen Verein unglaublich viel Geld für ein Garderobengebäude, für ein Clubhaus. Also da muss man sich einfach mal vorstellen. Das wäre eigentlich nur mal Sache von der Gemeinde. Das sind über 400 Jugendliche, die da Fußball spielen und so weiter. Ja. Also das ist sehr, sehr viel. Also das sollte eine andere Unterstützung verdienen. Hoffentlich tut sich da vielleicht noch etwas in diesem Fall. Aber schön, dass du dich immer noch einsetzt. Das zeigt auch, sagt auch vieles über dich aus. Ja, gut, ich bin Ehrenmitglied von dem Verein. Es ist der einzige Verein, wo ich je Mitglied war. Und, ich bin stolz auf den SV Würrelos. Es ist ein toller Verein. Cool. Alle Zuschauer, ihr werdet nachher noch etwas von diesem Platz sehen. Wir werden nachher noch etwas mit dem Ball spielen. Aber da kommen wir später noch dazu. Wo du 10 warst, hast du schnell schon die Töffel gefahren von Würrelos. Und zwar mit 72 Stundenkilometern, meine Freunde. Jetzt ist die Zeit vergangen. Holst du dir heute noch Adrenalin? Ich sage, wenn du mit 72 der schnellste Töffel fahren bist, dann schlägt das Herz ein bisschen höher. Wie machst du das heute? Ja, meistens, also von der Geschwindigkeit her, entweder auf dem TÜV tatsächlich noch. Ich fahre etwas hier nach TÜV. Versuche aber nicht mehr so schnell zu fahren wie ganz früher. Also mit 72, das schaffen wir natürlich locker.
Und das andere ist beim Skifahren. Beim Skifahren lerne ich das auch chattern. Also, ja, ja. Also Geschwindigkeit ist immer etwas, was mich begleitet hat. Also, ich bin einer, der immer schnell muss gehen und ich habe gerne Geschwindigkeit. Und wenn ich auf den deutschen Autobahnen unterwegs bin, dann kann es wirklich jemanden mal richtig schnell gehen. Aber das dürfen wir ja auch. Genau, das dürfen wir auch. Also nehmen wir doch in Nacht, wenn ihr auf der Überholspur jemanden gesehen habt, auf der deutschen dann Autobahn. Dann weg. Dann sollte der Weg doch jetzt einfach die Uhr sein. Cool. Etwas anderes, ich durfte vor zwei Wochen an einem Fußballspiel mitspielen, wo Legenden, Schweizer Legenden, die du sehr gut kennst, auf dem Platz waren. Alex Frey, Diego Benaglio, Johan von Lanten. Es vorher schon ein bisschen vor der Show. Und habe dann einen Querpass bekommen auf meinen Fuß. Und ich war etwa 5 Meter vor dem Goal. Also auch ein Blinder hätte das Goal gemacht. Und in dem Moment ist mir meine Nerven durchgegangen. Ich habe angefangen schon zu studieren, habe eigentlich schon gedacht, ich feiere jetzt schon das Goal und habe tatsächlich mit dem Fuß nicht einmal den Ball getroffen. Bin dann über meine eigenen Beine gestürchelt und im Schlamm innen gelegen. So ein Roberto Baggio-mässig, wo er jetzt mal an die Latte geschossen hat, die Penaltyschüsse. Es hat mich ein paar Tage begleitet tatsächlich. Und das war ja nur ein Spassspiel. Da ist nicht viel auf dem Spiel gestanden. Aber es hat mich wirklich begleitet. Und dann habe ich gedacht, Karin, wieso hast du in dieser Sekunde nicht einfach da gemacht, was du instinktiv gemacht hast, nämlich das Goal? Jetzt, in solchen Situationen, wenn man ganz oben mitspielt oder mitgespielt hat, wie du und auf dem Platz steht, was muss man da machen? Ist das eine rein mentale Sache, um in diesem Moment wirklich die Nerven zu behalten? Und wie hast du das trainiert? Wie geht man da vor? Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man nicht anfängt, zu überlegen. Also sobald man anfängt zu studieren, wie wir da schön sagen, dann wechselst du meistens auch noch den Plan, den Matchplan. Also anstatt, dass du rechts unten reinschiessen willst, schiessst du auf einmal links oben reinschiessen und das kommt nicht gut. Sobald du anfängst zu studieren, ob das Tennis ist, Golf ist, Fußball ist, alle Sportarten, dann kommt es nicht gut. Einfach das durchziehen, was gerade ist, eigentlich aus dem Gefühl raus. Eigentlich so, dass es einfach fliessen lassen und dann kommt es in der Regel gut. Und das habe ich immer versucht, auch als Schiedsrichter. Einfach, wenn mein Bauch im Prinzip mein Gefühl gesagt hat, es ist ein Elfmeter. Pfiff! Nicht überlegen. Intuitiv, ne? Ja. Okay. Oder? Natürlich braucht es für das auch ein bisschen Erfahrung, aber wenn du die hast, lass laufen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, gerade wenn es mehrlagige Probleme sind, wenn 3-4 Sachen ineinander reinlaufen, dann kann der Kopf das gar nicht mehr verarbeiten. Es muss von innen kommen, es muss von der Intuition, von dem Gefühl herkommen. Und dann aber auch den Mut haben, seinem Bauch zu vertrauen. Das ist sicher etwas, was dich auch ausgezeichnet hat, oder? In dem Fall kannst du mit Mentaltraining und Coaching und alles nicht rausholen, sondern du musst lernen und Vertrauen auf dein Bauchgefühl zu hören, um dann die richtigen Entscheidungen, auf jeden Fall eine Entscheidung mal zu treffen. Also eben, wie gesagt, es braucht natürlich auch Erfahrung. Also ich kann nicht sagen, ich höre auf mein Bauchgefühl und ich bin noch nie auf einen grossen Berg gelaufen, dann ist es scheiße. Dann bringt mir das Bauchgefühl nicht viel, oder? Ja. Aber wenn ich natürlich schon 100 Mal auf einem Berg bin, verdammt nochmal, dann habe ich Erfahrung. Dann soll ich beim 101. Mal, wenn mein Bauch sagt, es wäre besser, mach es nicht, dann mach es nicht. Ja. Oder? Ja. Dann trau dem Bauch. Oder? Weil es sagt dir etwas, weil das der Verstand sagt etwas ganz anderes. Also darauf vertrauen. Wieder mehr auf die innere Stimme hören. Absolut. Vielleicht habe ich auch nächstes Jahr nochmal die Chance, wenn schon die dritte alle guten Dinge sind drei, dann tue ich das beherzigen, Urs, auf jeden Fall. wir sind hier jetzt mit ganz vielen Junioren auf dem Platz, mit jungen Kindern, die Träume haben, die Ziele haben im Leben, die Visionen haben, die etwas wollen erreichen. Was würdest du diesen Leuten mitgeben, wenn man so drei Tipps darf geben, um eine gute Profifußballkarriere zu erreichen. Weil ich habe es auch gesehen, wieder auf dem Platz dort, das sind Levels. Ich als absoluter Amateur, der den Sport liebt, mit absoluten Profis auf dem Feld, das sind Levels. Und ich kann mir vorstellen, als Kind will ich da rauf, aber nur wenige schaffen es. Und es liegt auch nicht immer nur daran, ich bin schneller, ich bin stärker oder mental, sondern was hast du das Gefühl, was würdest du den Jungen mitgeben, wenn sie wirklich bis rauf wollen? Also das Wichtigste ist, dass ich arbeite. Arbeiten, okay. Trainieren, dranbleiben, ein Ziel haben, das Ziel auch definieren, der Traum im Prinzip, den man hat, dass man das auch im Prinzip, ich sage immer wieder, auch bei meinen Management-Seminaren und so weiter, sage ich immer wieder, das sind die Visionen, oder im Prinzip, aber auch eben die Ziele, die man hat, die eben auch versuchen zu manifestieren. Also wenn du dem ein Gefühl gibst, also
stell dir mal vor, du läufst in dein Lieblingsstadion. Das kann ja für jeden anders sein. Ja, ja, klar. Bei mir ist es ja San Siro. Ja, genau. Ja, ja. Wie fühlt sich das an, wenn du dort reinläufst? Und wenn du das Gefühl hast, das gibt dir so eine Power, es gibt dir so eine Stärke, und das versuchen zu machen. Aber dann, wie gesagt, Geduld haben, an sich arbeiten. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Das ist geil. Es gibt nichts anderes. Es gibt so viele, wo wenig Talent haben oder relativ wenig Talent, die einfach geschafft haben, die arbeiten. Oder? Es gibt ganz wenig, die ein riesen Talent haben wie ein Messi. Oder? Auch ein Ronaldo. Den schaust du als riesen Talent. Ein Ronaldo hat auch ein Talent, aber der hat nie das Talent von einem Messi. Und trotzdem arbeitet er an sich, wie der in den letzten Jahren. Und jetzt noch, wenn du das siehst, meine, der ist jetzt, glaube ich, 35 oder was ist, wie der immer noch arbeitet, wie der an seinem Körper arbeitet, wie der an seiner Sprungkraft arbeitet, wie der an anderen Sachen arbeitet. Es ist Arbeiten. Es ist Fleiss, Disziplin, harte Arbeit. Es gibt keine Zauberform, es gibt nichts anderes. Es gibt auch keinen Trank. Also, du kannst nicht irgendwie, ein Urs trinken vor Rivella und das Gefühl haben, du sagst schon ein Top-Schiedsrichter. Nein, du musst arbeiten dran. Es ist der Klassiker, bleib einfach dran. Das macht am Schluss den Unterschied. Genau. Von der Weltspitze zu allen anderen halt. So ist es. Spannend. Wenn wir schon bei der Weltspitze sind, ich habe gesehen, dass du mal gesagt hast, dass der Muhammad Ali, der Cassius Clay, für dich der grösste Sportler ist aller Zeiten. Und ich bewundere ihn auch schon lange. Ich würde von dir gerne wissen, wieso er. Was bewunderst du an ihm? Ist es das außerhalb vom Ring, was er als Person, als Mensch dargestellt hat? Oder ist es einfach auch die Art und Weise, wie er gekämpft hat? Was hat dich so begeistert? Es war alles. Seine Leichtigkeit, also so eigentlich. Eben, der war auch einer, der geschafft hat. Das ist nicht irgendwo, der hat sicher ein riesiges Talent gehabt, aber hat auch sich geschafft. Aber er hat immer eine Lockerheit gehabt, hat immer eine Souveränität gehabt. Er hat seinen Weg ist er gegangen, ob das jetzt auch im politischen Bereich war, dort mal mit dem Vietnamkrieg und so weiter. Er hat seinen Weg gegangen und einfach seine Ausstrahlung, sein Charisma, das hat mich immer fasziniert. Ich bin immer am Morgen um 4 Uhr, bin ich wach gewesen. Ich habe die Match geschaut, ich habe sogar meine Mutter mit angesteckt, dass sie dann auch noch aufgestanden ist und gesagt hat, ich schaue es auch. Oder? Also, nein, das ist einfach ein gewaltiger Sport. Und eben, nur eine ist die Souveränität mit der Leichtigkeit gepaart, das hat mich immer unglaublich fasziniert. Die Kombination, ja. Ja. Er hat natürlich auch ein loses Mundwerk gehabt, ein Herz auf der Zunge. Und es war doch nicht schade, sich einmal anzuecken mit seiner Meinung. Ich glaube, da braucht er viel Mut. Aber er hat es gemacht. Er hat gesagt, wenn ich dich in der dritten Runde haue ich dich ab, in der dritten Runde hat er einen Namen. Ja, wenn du eine grosse Schnur hast, musst du es auch machen. Du musst den Worten an Taten folgen lassen, meinst du? Ja. Ja, ja. Nein, wirklich eine ganz spezielle Persönlichkeit, sehr herausragend. Im Fußball würde ich noch gerne. Es ist ja immer das Gleiche. Messi oder Ronaldo. Gibt es ja noch andere, die du ganz oben würdest ansiedeln? Weil ich höre da zum Teil, da diskutiert man stundenlang darüber. Wer ist jetzt wirklich an der Spitze im Fußball? Wer ist in deinen Augen? Wer ist so Top 3 im Moment? Ja gut, das ist sicher MAP, würde ich jetzt ganz weit oben würde ich nehmen. Der Neymar, wenn der Neymar würde so spielen, wie er zum Teil kann spielen, wenn er die ganze Theatralik dabei hätte, wäre das garantiert auch einer, der da drin ist. Mhm. Ich mag das einfach nicht, ich mag den seine Art in diesen Sachen nicht. Irgendwann liebe ich ihn wieder, wenn er so wieder so 3-4 Spiele nacheinander hat, er irgendwie das wie weggeblasen und dann kommt es wieder. Und dann muss ich sagen, verdammt, jetzt ist es wieder da. Also der Neymar würde sicher auch dazugehören. Ja, da kommen natürlich viele Junge kommen jetzt dazu langsam, oder? Also, ja, es wird nicht langweilig, aber ein Messi und ein Ronaldo, also ich muss schon sagen, so eine lange Generation, wo wir die haben dürfen geniessen, da dürfen wir einfach nur Danke sagen. Und jedes Spiel, das die noch machen, freue ich mich, muss ich ehrlich sagen. Schön, ja. Schön, ja. Eben, es gibt wenige solche Erscheinungen, glaube ich, vielleicht Jahrhundertspieler, Jahrtausendspieler, ich weiß es nicht, oder? Aber früher haben wir Pele und Maradona eigentlich. Ja, sind das solche Äquivalenz zu der heutigen Zeit? Ja gut, bei mir war es sicher der Zidane gewesen, oder? Also, Zidane ist für mich immer ganz, ganz weit oben gestanden mit seiner Art heute noch. Und eben Maradona natürlich auch, logisch, die habe ich natürlich auch miterlebt. Pele hast du so als, auch 1970 Weltmeisterschaft, habe ich den Pele natürlich erste farbige Weltmeisterschaft am Fernsehen. Ja, da bist du natürlich da gehockt, da wolltest du Pelle sein, logisch, du wolltest Pelle sein. Also um Gottes Willen, wo dann sein 1000. Goal geschossen hat, ja scheiße, 1000 Goal. Ja, hast du auch wollen schiessen, ja. Das lange, das hast du nicht ganz gelangt. Aber trotzdem, jeder macht seinen Weg, oder? Du bist einen langen Weg gegangen, du bist jetzt immer noch sehr aktiv. Einfach gibst du dein Wissen jetzt weiter an andere. Das machst du auf der Bühne, machst du mit Büchern, machst du mit Seminaren, machst du mit Kursen. Hast du auch das Guilty Pleasure? Weißt du, kann man sich vorstellen, was macht der Urs, wenn er abschalten will, weißt du?
Hampfle Chips und Fernsehen schauen? Oder was ist dein Guilty Pleasure, wie man so schön sagt? Ja, muss man sich das vorstellen? Ja, das hat nichts mit Alleinsein zu tun, sondern das hat immer mit Menschen zu tun. Also dann bin ich mit Freunden zusammen, am liebsten hocke ich an einem grossen Tisch, alles irgendwo zusammen, ein gutes Essen, schöne Wein, einfach lockere Gespräche haben, einfach sein, dass jeder kann so sein, wie er ist. Und das ist für mich das, was ich am meisten im Prinzip abschalten, oder? Und ich kann sagen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Nachbarn, einen Spanier, wo ich genau so sein kann. Und das ist zum Beispiel also etwas, wenn ich mit denen nachher zusammen sein, mit meinen Nachbarn zusammen, oder eben, wie gesagt, wenn dann noch Freunde dazu kommen. Wir haben so schöne Spieleabende. Das ist es. Ja, ich meine, am Schluss ist das unser grösster Reichtum, den wir haben, unsere Freunde, unsere Liebsten um uns herum. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir genau das wieder gemerkt, was ist eigentlich wichtig. Und wichtig sind Menschen. Wichtig sind die Menschen, die um dich sind, die dich verstehen. Das hat auch mal so eine Frage gestellt, was ist für dich Heimat? Oder? Das ist auch immer wieder, ich glaube, jetzt in Spanien, ist es da oder weiss nicht was. Oder? Ich bin da aufgewachsen, natürlich ist das Heimat. Oder? Und Heimat, das hat mir irgendjemand mal so einen Spruch gemacht, Heimat ist dort, wo man verstanden wird. Ja, es ist. Und verstanden ist nicht nur Sprache, sondern seine Art. Du als Wesen, du als Mensch. Genau. Und darum fühle ich mich, ich fühle mich auch viel den Ort, fühle ich mich daheim. Aber in Spanien und Essen auch sehr. Ja. Da kann ich als Halbspanier, Halbschweizer natürlich nur sagen, du, viva Spanien, aber wir lieben natürlich auch die Schweiz, das ist ganz klar, oder? Vor allem mit der Corona-Zeit, die du gesagt hast, wir müssen positiv bleiben, wir müssen uns erfreuen und wir müssen mit den Menschen zusammen sein, wo wir auch einfach so sein können, wie wir wollen sein. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Was mich noch wundert, nach so einer Karriere, Weltkarriere im Fußball und jetzt eine weitere Karriere, was hast du noch für Visionen, für Träume, für Ziele? Gibt es noch etwas auf der Bucketlist, wo du sagst, okay, will ich unbedingt noch erlebt haben, will ich vielleicht auf den Mond fliegen? Das sage ich zum Beispiel, ich will unbedingt auf den Mond. Gut. Ja, auf den Mond wollte ich nicht unbedingt, aber es ist auch wieder etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Also ich habe gesagt, ich habe letztes Mal gesagt, ich habe eigentlich schon relativ viel gemacht in meinem Leben, aber was ich noch nie gemacht habe, ist in einem Düsenjet Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Okay. Das würde ich mal sagen, also wenn ich dort die Möglichkeit habe, irgendeinen reinzuhocken und mal so eben mal die Überschallgeschwindigkeit zu erleben, dann wäre ich dabei. Da wärst du dabei? Ja. Urs Meier im Überschallflugzeug, das kann ich mir so gut vorstellen. Geben wir weiter Gas, dann klappt es. Gehen wir ein auf die sentimentale Seite, was mich noch wundern nimmt. Was treibt dir Tränen in die Augen? Kann das schon ein Film sein? Bist du nicht am Wasserbad oder brauchst du einiges, bis emotional wirst? Ich bin dauernd am Letzten daheim. Okay, jetzt entdeckt. Doch. Also mega schön. Also mit Freude auch? Ja, mit Freude. Ich schaue mit Freude. Ich schaue eigentlich traurige Filme. Ja, manchmal sind sie auch traurig, logischerweise. Aber eigentlich ist meistens so die Amerikaner können das einfach genial. Also einfach so die Stimmung herzubringen, dass zum Beispiel dass eben aus einer schwierigen Situation, aus einer schwierigen Beziehung kommt etwas Tolles raus. Und die Momente, wenn es dann so aufhört, wenn zum Beispiel von mir aus der Heiratsantrag gestellt wird und dann das ganze Stadion klatscht, irgend so kitschig eigentlich, dann kann es schon passieren. Das passiert sogar sehr viel. Also ich hatte auch meine kleine Tochter, die ist jetzt 8, die sagt immer, wieso brüllt der Papi? Mami, ja, der brüllt halt. Das ist wieder aus dem Film. Mega. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber schön natürlich. Ja. Du hast gar nicht deine Kinder erwähnt, oder? Du hast das Glück, das dürfen zu erleben. Ich noch nicht, ich arbeite noch daran. Was könntest du mir für Tipps geben als hoffentlich gleich mal werdender Vater? Was ist so wichtig? Ich probiere sie mit Liebe zu überschütten und ihnen eigentlich gar nichts vorzugeben. Ich sage, weißt, wenn du umgehst, geh um. Dann lässt du selber wieder aufstehen. Ich glaube, ich würde meinen Kindern gar keine Regeln geben. Denkst du, ist das ein guter Weg? Oder würdest du mir da noch andere Tipps mit auf den Weg geben? Wie du mir seine Kinder so erziehen, dass sie selber ihren Lebensweg finden können? Ja, ich glaube, das ist ja wichtig. Also, das war immer so etwas in meiner Dingsszene, wo ich immer gesagt habe, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Eltern? Genau. Also eigentlich unsere Aufgabe als Eltern ist an und für sich, Kinder so weit zu bringen, dass sie ja irgendwo in eine Selbstständigkeit hineinkommen, dass sie irgendwann fliegen können, oder? Jawohl, schön. Und im Prinzip mit, also schon wieder, so spätestens eigentlich mit 18 müsste es ja im Prinzip können am Rand stehen und eigentlich müsste ich sagen, du kannst fliegen. Oder? Ja. Und wenn die mit 30 immer noch nicht können fliegen,
dann muss ich sagen, dann ist vielleicht in der Erziehung irgendetwas nicht ganz so gelaufen. Oder? Also, das ist schon Selbstständigkeit. Also, aber eben, wenn jetzt mit dem Laufen, wenn ich schon sehe, dass es gefährlich und spitzig ist, dann würde ich schon sagen, dann beschütze ich das. Wenn es okay. Aber so ist, aber ja, wenn es irgendwie kannst. Aber mal umkehren gehört auch dazu. Mhm. Man fällt 1500 Mal um, bevor man laufen lernt, ungefähr im Schnitt. Wow. Also, du kannst sie von diesen 1500 Mal nicht beschützen. Die müssen passieren. Ja, es muss so sein. Ja. Und es wird weiter im Leben so sein. Es wird Situationen geben in der Schule, wo Kinder vielleicht nicht gerade gemobbt werden, das möchte ich nicht sagen, aber wo sie vielleicht kritisiert werden, wo sie vielleicht mal brüllend nach Hause kommen. Ja, auch das gehört dazu. Auch das mit dem Umgehen können. Man kann sie nicht vor allem behüten. Das oder? Nicht im Kokon innen behalten. Ja, und die Helikoptermütter, wo schon bei einem halben Meter hoch ist, wo der Ort steht, oder? Dunten ist Sackmehl. Ja, dann geht es halt auf den Sackmehl. Ja, was ist? Schön gesagt. Ja. Okay, das heisst, es geht ums gesunde Mass eigentlich haben. Ja, oder? Natürlich. Hier noch eine Frage, gerade wo mir einfällt. Wir schauen jetzt ein bisschen in Zukunft. Vieles verändert sich auf unserer Welt. Man hat schon fast eine neue Welt, wenn ich an zwei Jahre zurückdenke. Es ist alles anders. Und ich höre immer wieder, was mich erstaunt ab und zu, wenn ich mit der einen oder anderen Dame mich austausche, ich will gar keine Kinder mehr in die Welt setzen, höre ich. Und ich denke mir dann, ich würde am liebsten Minimum 11 auf die Welt setzen, dann nehmen wir eine eigene Fußballmannschaft. Genau. Aber denkst du, wer kommt der Gedanke? Weil ich höre das wirklich nicht gerade selten, gell? In diese Welt will ich keine Kinder mehr setzen. Wie würdest du dem entgegnen? Ich denke immer wieder, es ist eigentlich normal, wenn es oft so Krisensituationen hat, dass man dann oft, dass der Geburtenrate zum Teil auch zurückgehen. In der Vergangenheit auch immer so gewesen, oder? Und wenn es so richtig aufwärts geht, oder? Meine, wir hatten also dort, ja, dort, wo ich geboren wurde, war so ein richtiger Boom gewesen, ja. Genau, der ist jetzt auch nicht bei mal weg. Mal schauen. Ja gut, also auf jeden Fall, ich würde sagen, einfach fließen lassen, aber Kind, Kind, das ist für mich etwas vom Größten. Und du lebst schlussendlich weiter in deinem Kind, auch wenn du mal irgendwo weg bist. Und man muss sich's gut überlegen. Aber wenn einer sagt, ich will kein Kind machen, ja, dann auch da bin ich genug grossig, wo sage, das ist dein Entscheid, oder? Ja. Und musst mit dem leben, oder? Ob er dann den Entscheid, wenn er vielleicht 60 oder 70 ist, immer noch würde treffen? Das ist dann die andere Frage. Haben wir es dann bei uns vielleicht irgendwann? Genau, oder? Also einfach sich das gut überlegen, oder? Also ich überlege mir das nochmal gut. Alle Ladies melden doch einfach mal bei mir, dann reden wir darüber. Ja, genau. Aber du musst auch langsam anfangen mit 11. Ja. Oder machst du bei der Roger Federer, dann musst du es nur 5 Mal. Musst du es nur 5 Mal. Irgendso, oder? Wir schauen mal, was die Zukunft bringt auf jeden Fall. Ja. Schön, wir kommen jetzt so klipp und klar. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ich nenne dir zwei Begriffe, du entscheidest dich für einen. Vielleicht ganz kurze Begründung. Heute sind es ein bisschen andere Begriffe natürlich. Ich fange mal zuerst an mit, was war zuerst da gewesen? Das Huhn oder das Ei? Was denkst du? Ja, das ist eine grosse Frage. Das ist also, eine mega grosse Frage. Wir gehen mal aufs Ei, weil Ei kommt in meinem Namen vor, Meier. Also würde ich sagen, es ist Ei. Okay, das ist gut. Gut. WM oder Champions League schauen? Was löst mir der aus? WM. Ah, ganz klar. Ja. Wieso? Weil die WM ist für mich weltweit, also du hast auch Spieler eben aus allen Kontinenten. Es ist für mich so, dass ich finde es einfach faszinierend. Erstens mal, weil es nur alle 4 Jahre ist. Es ist irgendwie noch mehr Weihnachten. Die Champions League ist so jedes Jahr. Es ist so wie etwas ganz Spezielles. Verständlich. Wann haben wir die nächste? Sorry, das ist eine Frage. In Katar, glaube ich. 2022. Okay, im November, bin. Dezember. Genau. Ah, weil es so heiß ist, glaube ich, im Sommer. Ich glaube, das Finale ist am 23. Dezember. Also, ein Tag vor Weihnachten? Jawohl. Jetzt weiss ich, was du mit Weihnachten gemeint hast. cool. Wir gehen also weiter. Schweigekloster oder Diskothek? Wo finde ich dich eher mal an? Wenn du jetzt entscheiden musst. Ich muss mich entscheiden. Wenn ich mich entscheiden muss, dann in der Diskothek. Wieso? Weil es einfach Menschen hat, weil es mehr Menschen hat, weil ich bin nicht gerne allein. Ja, okay. Ja. Hat auch ein bisschen Mühe, wahrscheinlich vielleicht sogar, nein, also lieber unter Menschen. Also könnt ihr euch vorstellen, genau. Du bist am Rave in der Disco. Genau. wo sehen wir dich her? Sitzt du auf dem Fahrrad oder sehen wir dich im Privatchat über den Wolken?
Auf dem Fahrrad bin ich schon lange nicht mehr gehockt, im Privatjet eigentlich auch nicht. Also, aber eher im Privatjet, weil ich mehr unterwegs bin und für das, wo ich unterwegs bin. Die Strecken sind zu weit fürs Velo. Ja, genau. Oh, jetzt kommt ein heißer, sehe ich gerade. Du musst entscheiden, Anarchie oder dann für einen Staatsapparat? Lassen wir die Autos brennen oder lassen wir sie stehen auf dem Parkplatz? Du stellst mir wieder Fragen. Hey. Also eigentlich bin ich schon eher so für ein bisschen Anarchie. Ja. Nein, ich habe Mühe mit dem Staatsapparat, wenn er nicht für die Menschen ist. Dann habe ich wirklich Mühe. Ah, das ist schön gesagt. Oder? Und und ein bisschen Anarchie. Ja. Im eigenen Leben. Muss es ja nicht draussen ausleben, sondern für sich selber. Solange man den Mut hat, das Risiko einzugehen. Für mich ist es einfach immer ohne Gewalt. Gewalt ist immer etwas, was ich nicht gut finde. Aber man muss auch nicht immer nur. Ja. Man darf auch mal Mut zum Risiko haben, darf auch mal für seine Träume einen Schritt weiter gehen. Aber einfach immer so, dass man niemand anders beeinflusst in dem Sinn oder verletzt. Gelberini oder Schnäpsli? Mit was wird eher angestoßen? Bei mir eigentlich eher mit einem Schnäpschen. Ah ja, kein Gelberinho? Nein, Gelberinho eigentlich, das hatte ich in Rio während der Weltmeisterschaft 2014. Haben wir viel Gelberinho getrunken. Da kann ich mir vorstellen. Mit meinen Freunden, da haben wir wirklich schöne Schnaps. Die kommen aus Dornbirn meistens. Mhm. Tja. Also Schnäpschen in dem Fall. Ja. Letzte Frage auch schon. Von klipp und klar. Es gibt viele Verschwörungen und Theorien auf dieser Welt, wo sich die Leute stundenlang darüber unterhalten können. UFOs oder dann doch die hohle Erde? Was interessiert dich? Was würde dich mehr interessieren, von irgendjemandem etwas erzählt bekommen? Über welches Thema? Über was für eine Erde? Die hohle Erde. Es gibt auch Leute, die sagen, dass wir innen dran auch nochmal eine Welt haben, in unserer stimmt. Welt. Was würde dich mehr interessieren, wenn dir jemand auf die Geschichte erzählen würde? Ich bin da eher so. Ich bin da eher so da, genau. Weil ich bin auch der Meinung, dass wir nicht die Einzigen sind in dem Universum. Mhm. Also wenn man das Universum anschaut, wo man ja nicht mal weiss, wie groß das ist, so riesig, gigantisch, wo man uns das gar nicht vorstellen können, dass wir da jetzt die Einzigen sollen sein, ja gut. Dass wir da König sind von der Schöpfung im ganzen Universum. Genau. Wer noch ein bisschen ignorant je nachdem, glaube oder? Ich nicht. Glaube ich auch nicht. Und darum, wenn ihr uns gehört, kommen wir ruhig mal vorbei, gell? Auf eine Caipirinha oder auf einen Schnäpsli. Genau, wenn ihr das mögen verleiden. Ja, genau. Aber ich denke es auch, den Horizont offen behalten und wir sind wahrscheinlich nur ein Staubkorn in diesem Universum. Oder? Unsere Existenz geht schnell, übrigens auch die Show, meine lieben Damen und Herren. Aber ich komme noch schnell zu einem kleinen fußballerischen Gedicht, bevor wir dann noch auf den Platz gehen und tatsächlich noch den oder anderen Ball miteinander anschieben. Ich habe noch etwas Kleines geschrieben. Ladies and Gentlemen, alles hat begonnen hier beim SV Würrelos. Auf dem wunderschönen Rasen schmeckst du die frische Luft. Die Uhr hat es geschafft, bis ganz nach oben. Ohne Lift. Sondern Stufe für Stufe. Wir müssen lernen, vom anderen her zu denken. Es kostet nichts, ein anderes Lächeln zu schenken. Vergiss nie, du bist die Entscheidung. Urs, ich halte mich dran, das verspreche dir hoch und heilig. Respekt für deinen Erfolg, es ist mir eine Ehre. Und vielleicht bis bald in Spanien am Meer. Urs. Danke vielmals. Ich habe mich sehr gefreut. Danke sehr gefreut. Ladies and Gentlemen, jetzt würde ich sagen, wir gehen auf eine grüne Rasen und befördern den einen oder anderen Ball vielleicht noch ins Eck befördern. Viel Spass auf jeden Fall und bis gleich wieder. Urs Meier. So, ich sehe jetzt Urs Meier live in der Flash, 2-3 Minuten am Spielleiten von der weiblichen Junioren. Viel Spass. So, wer hat das Spiel? Parat? Also. Bravo! Bravo! Geschossen!
Nein. 1-0. Oh, shit! Beckham 2004 Europameisterschaft. Ich habe gewonnen! Urs Meier. Geh weg! Früher wäre ich noch dir vorbeikommen. Geiles Jahr. Ladies and Gentlemen, das war wieder mal mit einer neuen Folge von der Corazonche Show. Bleibt fit und macht Liebe, ihr wisst, wie es läuft. Und ich würde sagen, in dem Sinn. Sehr geil! Genau!